Das Universitätsklinikum Ulm, die Chirurgie. Ganz oben die Station F6. Sie sind da für ihre Patienten, Ärztinnen und Krankenpflegerinnen. Physiotherapeuten und auch Reinigungskräfte. Eine Woche in der Neurochirurgie. Sechs Uhr morgens, Dienstbeginn für Krankenpflegerin Ceren Cetin. Wer hatte Nachtdienst? Übergabe. Die Pflegekräfte sprechen über jeden der 30 Patienten. Neurologisch habe ich ihn nur befragt. Demente Patienten waren unruhig in der Nacht. Einige am Gehirn operierte brauchten Schmerzmittel. Sonst orientiert. Sauerstoff hat sie einen Liter gerade noch laufen. Dann, Herr ist verstorben. Wir sind um 4.30 Uhr rein. Ich glaube, ich war um 3 Uhr noch mal drinnen und habe geguckt. Das muss dann zwischen dem Zeitpunkt und 4.30 Uhr gewesen sein. Der hatte zum Schluss ja noch einen Morphinperfuser und jetzt hat er es geschafft. Das Patientensterben ist natürlich was ganz Normales in unserem Beruf. Man gewöhnt sich auch so ein bisschen daran natürlich. Man muss sich auch daran gewöhnen und gucken, wie man damit umgeht. Wir haben echt das Glück, dass wir ein gutes Team haben, dass wir miteinander sprechen können. Ich kann ja auch interdisziplinär mit den Ärzten darüber reden. Wir unterstützen uns da alle sehr. Ich versuche es jetzt erstmal ruhig anzugehen, weil im Moment ist es ja auch ruhig auf Station. Mit den Visiten und mit dem Waschen und allem kommt dann die Unruhe langsam. Guten Morgen. Ceren Cetins erste Patientin hat massive Atemprobleme, muss auf die Intensivstation. Der enge Zeitplan gerät durcheinander. Stationsleiterin Gentiana Jotzai übernimmt einige Patienten. Der Zusammenhalt hier ist gut. Genau, der ist nämlich gleich fertig mit dem Frühstück. Den muss man am Block drehen und so. Mhm. Der ist noch komplett instabil und die Tabletten vielleicht helfen einzunehmen. Guten Morgen! Schnell weiter ins Zimmer 142. Die Hand der Patientin ist heiß. Wenn Sie wollen, bringe ich Ihnen noch ein Kühlelement. Das ist ein Hoch mit dem Blutdruck, hä? Silvia Engelhardt im Bett nebenan wurde ein gutartiger Gehirntumor entfernt. Ich würde noch kurz in die Pupillen reinspickeln, ob da alles in Ordnung ist. Genau, Sie gucken bitte, Sie fixieren bitte den Punkt. Okay, bis später. Es ist ein super nettes Personal. Nur kein gehabt, wo gestresst war oder unhöflich. Ein medizinischer Beruf, Ceren Cetins Kindheitstraum. Ihr Job verlangt ihr viel ab, aber die 25-Jährige liebt die Krankenpflege. Ich sehe den Fortschritt durch die Therapien, durch die medizinische Therapien und die pflegerische Therapien. Und das ist was sehr Schönes für mich. Und wenn sich der Patient dann noch bedankt und sieht, was wir hier leisten, dann ist es noch schöner. Und los. Sehr gut. Das Besondere an der Station F6, hier liegen Patienten nach einer Bauch-OP, Schmerzpatienten und auch neurochirurgische Fälle. Die Pflegekräfte müssen verschiedene Krankheitsbilder kennen und vieles im Eiltempo machen, Visiten begleiten, pflegen, Dienstpläne machen und selten Pause. Doch dafür nehmen sich die beiden Frauen Zeit für den Abschied vom verstorbenen Patienten. Wir wollen damit einfach nur dem Verstorbenen ein bisschen Respekt erweisen. Die Angehörigen, ganz viele beten, haben wir ein Kreuz da, wir haben eine Kerze, wir haben eine Blume. Wir machen auch immer das Fenster auf, damit die Seele raus kann. Und viele von uns beten dann auch nochmal. Ja. Speziell der Patient, der jetzt leider verstorben ist, der liegt da auch sehr, sehr lange hier und wir alle kennen ihn eigentlich vom Team. Und dann ist es auch, glaube ich, für uns schön, einfach dem Patienten die letzte Ehre sozusagen zu erweisen. Übergabe. Ceren Cetin wird kurz Mittagsschlaf machen, die freie Zeit nutzen, bis zur nächsten Frühschicht auf der neurochirurgischen Station. Kurt Teutschbein, Fitnesstrainer. Nur noch wenige Stunden, dann wird der Neu-Ulmer operiert. Hallo,
Hallo. Soll zur Aufnahme ziehen. Stationssekretärin Margarete Wagner, genannt Maggie, nimmt ihn auf. Ich habe schon ein bisschen was vorgearbeitet. Ich habe gesehen, Sie haben unten schon angegeben, die Freundin als... Genau, als Notfallkontakt. Das Aneurysma in Kurt Teutschbeins Gehirn. Es könnte jederzeit platzen, irreparable Schäden anrichten. Für mich war von Anfang an klar, dass ich es operieren lasse, wenn ich es habe. Wegen der Erbkrankheit, die meine Mutter hatte. Und meine Mutter sitzt im Rollstuhl seit 23 Jahren ungefähr. Polyzystische Nierenerkrankung heißt die Erbkrankheit, bei der auch Gefäße im Gehirn betroffen sein können. Bin natürlich ein bisschen aufgeregt, aber ich bin ja unter Profis. Also wenn irgendwas sein sollte, ist man da am besten aufgehoben. Sich aufgehoben fühlen. Dabei hilft sein Glaube, das umgehängte Kreuz. Ja, das war mir wichtig. Das war tatsächlich auch kaputt und ich habe es jetzt gestern noch mal reparieren lassen. Es gibt mir Kraft und ein bisschen einfach die Gewissheit, dass noch jemand anders auch guckt. Professor Thomas Kapapa wird den 25-Jährigen operieren. Die tickende Zeitbombe im Kopf entfernen. Wie geht's Ihnen heute? Gut. Ja, hat alles gut geklappt mit der Aufnahme und hat so? Hat alles gut funktioniert. Ja. Morgen ist es soweit. Ja. Der Entschluss steht noch fest. Der Entschluss steht noch fest. Haben Sie noch eine Frage? Die beiden klären noch letzte Fragen. Zur Narkose und zur Narbe. Dann vielen Dank. Bis morgen früh. Bis dann. Ciao. 15 Stunden noch bis zur Operation. Der Moment, auf den Kurt Teutschbein gewartet hat. Wir bringen jetzt die beide runter. Ja, okay, super. Ja. Erste Operation, was Sie haben? Ja. Das legt sich, die Aufregung. Das ist gar nicht so wild. Das ist gar nicht? Naja, nee, aber gar nicht gut. Ein bisschen ist man es aber. Nicht auch. Im OP 12 die letzten Vorbereitungen. Für Assistenzärztin Nicole Kapferer-Schneeweiß ist es das erste Aneurysma. Das und das Bild brauchen wir noch. Sehr gut. Genau, dass das frei ist und so ein Abstand von so einem 1,5 Zentimeter. Da ist es, ja. Da ist es. Da ist noch eine Aufteilung. Also es ist schon eine sehr komplexe Gefäßanatomie da. Ein kleiner Titanclip soll das Aneurysma verschließen. Eine Angiografie noch im OP wird zeigen, ob der Clip im Kopf sitzt. Der Clip sitzt. Der Operateur schließt die Wunde. Es war ein fieses Aneurysma, findet Professor Thomas Kapapa nach 3 Stunden OP. Weil die Oberfläche des Aneurysmas nicht ganz glatt war, sondern sie war gewölbt und auf dem Aneurysma saßen sozusagen noch Tochteraneurysmen drauf. Und wir wissen, dass in so einer Situation diese Aneurysmen dazu neigen, tatsächlich irgendwann zu platzen. Eine Gehirn-OP ist für den Patienten so anstrengend wie ein Marathon, sagt der Neurochirurg. Haben alles gut überstanden. Ja. Freut mich, danke schön. Bitte, gerne. Also heute Nacht können Sie sich noch hier erholen. Ja. Und morgen geht es dann auch schon wieder hoch auf die normale Station. 4 Tage später kann Kurt Teutschbein die Uniklinik Ulm verlassen. Ohne tickende Zeitbombe im Kopf. Immer schnell und immer freundlich. Physiotherapeut Andreas Metz. Ja. Hallo, Herr Keil. Sind Sie schon mal aufgestanden? Oh, das geht ja viel besser als gedacht, ne? Ja. Der 51-Jährige will einen Wirbelsäulenpatienten bei den ersten Schritten nach der OP unterstützen. Man braucht natürlich ein bisschen ein Händchen für Menschen. Ich glaube, die Therapie ist gar nicht mal so entscheidend. Man sollte natürlich schon wissen, was man macht.
Aber die Kunst ist, glaube ich, kann ich den richtigen Draht in einer kurzen Zeit zu verschiedenen Persönlichkeiten herstellen? Und es geht ja letztendlich, sagen wir mal, die erste halbe Minute entscheidend, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Hans-Peter Keil hatte lange fast unerträgliche Schmerzen wegen eines verengten Wirbelsäulenkanals. Und jetzt? Wunderbar. Das war jetzt schon jahrelang. Mit dem, dass ich nicht mehr laufen konnte, dass das immer schlimmer wurde. Und wenn man am liebsten in die Berge geht und Motorrad fährt und dann nicht mehr laufen kann, ist es jetzt umso schöner. Ja, das ist schon ergreifend, muss man sagen. Also das kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen, wenn es einen selber nicht betroffen hat. Dann ist natürlich schon ergreifend, wenn jemand dann wieder das machen kann, wo er auch seine Leidenschaft hat. Und ich glaube, in erster Linie, wenn mal der Schmerz weg ist, ja. Sechs Stockwerke tiefer. Das Mittagessen für Herrn Keil und die anderen 30 Patienten kommt mit der AWT, der automatischen Warentransportanlage. Von der 2 Kilometer entfernten Zentralküche hinauf auf die Station zu Sirap Saal. Heute gibt's Spargelsuppe, dann gibt's Mexiko-Gemüse, Hähnchenbruststreifen dazu mit Hohlnudeln, Kartoffel-Gemüseauflauf und Pasta mit Soße und Salat. Ganz lecker. Die ist noch kalt, deshalb stellen wir sie jetzt in den Regenerierwagen, damit der warm wird. Ohne sie und ihr Desinfektionsmittel wäre es gefährlich auf der Station. Paula Ciruta ist eine von 40 Reinigungskräften in der Chirurgie. 12 Minuten hat sie, um ein Patientenzimmer zu putzen. Die Arbeit hier, eine Erholung. Paula Ciruta war vorher auf der Covid-19-Station, hat viele beatmete Menschen gesehen. Ihre Chefin Maddalena De Novellis musste oft trösten. Es ist schon sehr belastend, obwohl man ja nur reinigt. Ja. Danach fällt man zusammen und dann fängt man auch an zu weinen. Das kam auch vor und das ist ja auch human. Das Mittagessen für Herrn Keil und die anderen Patienten ist inzwischen warm. Bitte schön. Guten Appetit. Danke. Ja, geht noch? Ja, Friede. Ja, ein bisschen weh, du musst es schon. Ingrid Allgöver hat künstliche Hüften, künstliche Knie und eine mehrfach versteifte Wirbelsäule. Nach dem Klinikaufenthalt würde sie am liebsten ihren Physiotherapeuten mitnehmen. Ja, ich mache da Übungen, wo ich, jetzt bin ich 80, so Übungen hat mit mir noch gar niemand gemacht. Und ich merke, dass das entlastet. Ich habe ihm schon andere Praxis angeboten, aber er geht nicht. Ich lache gerne, versprühe auch gerne Freundlichkeit, das kommt dann meistens auch zurück. Die Patienten sind dann auch eher gewillt, vielleicht mal was zu machen, was sie sonst nicht machen würden. Wenn das Umfeld stimmt, wenn die Stimmung stimmt, sage ich mal, dann wird man vielleicht auch oder geht man vielleicht auch mal in den Schmerz rein, was man vielleicht vorher nicht machen würde, wenn die Stimmung eh ein bisschen angespannt ist. Vorbereitungen für einen langen Arbeitstag. Nicole Kapferer-Schneeweiß ist Stationsärztin auf der Neurochirurgie. Seit 6 Wochen erst. Vor kurzem hat die 26-Jährige noch selbst an der Universität Ulm studiert. Nun leitet sie Studierende an. Vorbereitung fürs Blutabnehmen oder auch die Patientenaufklärung. Intraoperative Navigation. Ein Kavernom war das. Subendimales Kavernom. Okay. Ja, da kannst du eigentlich, da schreiben wir immer rein, einfach präoperative Bestimmung. Die Chefarztvisite beginnt. Mit dem ärztlichen Direktor der Neurochirurgie, Professor Christian Rainer Wirz. Der Patientin wurde ein gutartiger Gehirntumor entfernt. Und soweit ganz gut dann danach und ich habe auch ein Vollbild gemacht am Freitag. Genau. Ja. Also das schaute ganz gut aus, habe ich ja schon gesehen. Nee, freut mich natürlich. Ja, Sie dürfen auch gerne Pausen für uns machen. Wenn wieder was schlechter wird. Chefarztvisiten. Für die gebürtige Tirolerin manchmal noch eine Herausforderung.
Wenn man noch recht neu ist und frisch dabei ist, dann ist es natürlich schon aufregend, weil dann mehr Leute als sonst um einen rumstehen und zuhören. Und man will natürlich alles richtig machen. Aber man muss eigentlich keine Angst haben. Den Druck, den man sich macht, macht man sich meistens selber. Aber es wird von Mal zu Mal entspannter. Alltag einer Stationsärztin. Viel Bürokratie. Arztbriefe schreiben oder Blutproben ins Labor verschicken. Kein Alltag, gratulieren gehen. Hallo, Herr Zoll. Wie geht's Ihnen denn? Haben Sie heute Geburtstag? Ja. Echt? Ja, herzlichen Glückwunsch. Dietmar Zoll aus Biberach hatte ein Aneurysma im Gehirn, eine Aussackung eines Blutgefäßes. Gut, es sieht aber gut aus. Sieht auch trocken aus. Ja. Die Operation ist gut gelaufen. Ein schönes Geburtstagsgeschenk für den jetzt 56-Jährigen. Wegen der Corona-Pandemie musste der Lagerist einige Monate warten auf die OP. Mindestens 6 Jahre dauert die Facharztausbildung für Neurochirurgie. Der leitende Oberarzt der Neurochirurgischen Klinik in Ulm, Professor Thomas Kapapa, begleitet Nicole Kapferer-Schneeweiß auf ihrem Weg. Und bei alten Menschen muss man immer hinten auf die Arteria basilaris achten, weil die da natürlich auch häufiger mal Verschlüsse haben können. Ja. Und die 26-Jährige wollte eigentlich nie Chirurgin werden. Doch dann hatte sie ein Schlüsselerlebnis im OP als Studentin. Es war zum ersten Mal diese Schädeleröffnung und da zum ersten Mal dieses pulsierende Gehirn zu sehen. Das hat mich zutiefst begeistert und da hat sie was in mir geprägt. Da wusste ich, okay, das ist, könnte vielleicht meine Richtung werden. Ja. Und dann fährt plötzlich nebenan der Schockraum hoch. 9A9 auf jeden Fall aufgefunden worden, mit einer Hemiparese führend armbetont links und einer Partial. Verdacht auf Hirninfarkt, ein Schlaganfall. Ich möchte mal kurz in die Augen, nicht erschrecken. Zum ersten Mal ist Nicole Kapferer-Schneeweiß als Ärztin mit dabei im Schockraum. Sehr aufregend. Ich versuche halt viel von Informationen mitzunehmen, vom Ablauf her. Ja, aufregend, aber sehr lehrreich. Also, es ist auch gut, dass man die Chance hat, dann sie begleitet mit in den Schockraum zu gehen. Der Verdacht bestätigt sich. Es war tatsächlich ein Hirninfarkt. In stressigen Situationen wie gerade hilft der jungen Stationsärztin ihre Erfahrung als Yogalehrerin. Das tut mir wahrscheinlich hier in dem Fach auch ganz gut, wenn man sich selber ein bisschen unter Kontrolle hat, auch die Gedanken ein bisschen besser unter Kontrolle hat und mal vielleicht so die eine oder andere Atemübung während der OP machen kann. Aufwärts. Die Pause war nur kurz. Die neurochirurgische Station ruft. Der Dienst auf der F6 geht weiter.